Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Das Todsündenprojekt von Christina Schlemmer, Johannes Schrettle, Roman Senkel, Gerhild Steinbuch, Marianne Strauß und Regina Arem. Wie berichtet, ist der 34-jährige Regisseur Raul Camaronesi im vergangenen März das Opfer einer künstlich herbeigeführten Überschwemmung geworden. Eine für die Dreharbeiten installierte Öffnung eines Staudamms in einem kleinen Tal in Andalusien hatte den Regisseur sowie sechs Bewohner des Dorfes San Maria de José in den Tod gerissen. Camaronesi stand zu diesem Zeitpunkt kurz vor Abschluss der Dreharbeiten seines neuen Filmes »Die letzten Tage von Condemnathia«. Laut Aussagen von Kollegen hätte die Dorftaverne, in der sich alle Opfer befanden, direkt am Set führen. Sie hat ihn darin zu seinem Film, seiner Vergangenheit und seinem Image als junger Wilder des europäischen Films befragt. In der nun folgenden Dokumentation In Memoriam Raul Camaronesi bringen wir Ihnen dieses Interview in voller Länge, ergänzt durch Filmmaterial, das zum Zeitpunkt des Unglücksfalls bereits fertiggestellt war. Raul Camaronesi, wir sprechen uns hier am Set, wo Sie gerade dabei sind, Ihren neuen Film »Die letzten Tage von Condemnathia« abzudrehen. Ein Film über die sieben Todsünden, die man hört. Wie immer wieder in Ihren Filmen greifen Sie also auch hier wieder auf biblische Motive zurück. Kritiker bezeichneten das gelegentlich als anachronistisch. Naja. Ich denke, diese Dinge wie Habgier, Fresssucht, Wollust, Neid, Hochmut, Trägheit, das sind Themen, die... Zorn! Ja, nun, ich denke jedenfalls, wenn wir uns diese Welt anschauen, das sind unglaublich zeitgemäße Themen, nicht? Ich weiß auch nicht, was da anachronistisch sein soll oder nicht zeitgemäß. Da müssen wir nur die Augen aufmachen und sehen, was in der Welt passiert. Und da scheiße ich dann auch auf diese Zeitgeist-Ironie-Prediger. Habgier. Kommen Sie morgen wieder. Kommen Sie morgen pünktlich wieder. Dass Sie mich morgen nur nicht mag warten lassen. Der Herr verzeihen, es ist nur so. Ich habe gar keine Uhr. Ich bräuchte doch, sehende Herr, es ist nicht leicht recht, bei der Zeit zu sein. So ganz ohne Uhr. Lass Sie mich in Frieden mit Ihrer Uhr. Es ist ja nur, wie soll ich die Zeit? Ja, nehmen Sie sich die meine. Ja, nehmen Sie sich eine von denen. Nur verabschied Sie sich doch endlich. Sieht Sie denn nicht, wie ich beschäftigt bin? Sie meinen, die Uhr? Ich? Alle? Ja, ja! Nur pünktlich! Das ist ein vorzüglicher Braten. Wann wird sie morgen wiederkommen? Es ist... Nur so, der Herr, ich kann nicht. Was? Sie kann nicht? Hör ich recht? Sie muss? Sie muss? Ja. Ja, wissen Sie, ich muss ja zum Einkauf. Hätte ich von Haus aus so einen schönen Spiegel und so eine schöne Vase und so eine schöne Teetasse. Ja, ja, ja. Ich sehe, aber ich sehe nicht das Problem. So nehmen Sie sich. Alles? Ja, ja, aber vergesst sie nicht pünktlich. Wo geht sie hin?
Ich packe nur recht schnell zusammen, dass der Herr dann seine liebe Ruhe hat. Lass er sich schmecken, ist er nur brav. Die ganzen jungen Männer. Mache sich keine Sorgen. Die sollen mir nur beim Tragen helfen. Mache die Kinnlade auf. Ein Happen für Papa. Rückt sie einem hier gleich mit der ganzen Fußballmannschaft zu Leibe. Nun ist es ja so, dass ich gern für sie lang arbeiten täte. Das ist ja gar keine leichte Arbeit, einen solchen großartig köstlichen Braten vorzukochen. Und sehen Sie, ich würde schon gern den halben Tag daran verbraten, wenn... Wenn? Ja, wenn ich auch ein schönes, weiches Bett hätte, in das ich mich schlafen legen könnte. Ein jeder Mensch hat ja das Recht auf ein schönes Sofa, auf das er sich darauf ausruhen kann. Ein jeder Mensch hat ja das Recht auf einen schönen, schönen, schönen Stuhl. Mein Gott, was wird mir? So beruhigt dich doch. Ist ja freilich so gemeint. Ich meine... Da kommt schon das Lammbratenflugzeug. Sollte es halt mitnehmen, das Betten. Sofa. Brav, ein Happen für Papa, die schöne Anrichte für Mama und noch einer. Ja, ein Happen für Papa, den Esstisch für Mama. Brav ist der kleine Rollmops, brav. Sehe ich da? Bist du es? Ich sehe ganz schlecht vor diesem Rohr. Bist du es? Wie heißt du eigentlich? Du? Antonia. Ja, du bist es. Sag, hast du Lamm dabei? Ja. Ja, gewiss. Ich täte ja gern. Nur, was gibst du mir dafür? Ich komme gerade noch, das Porzellan abzuholen, das mir ohnehin und rechtmäßig zusteht. Und dann auf Wiedersehen. Halt, halt! Was soll das heißen? Auf Wiedersehen? So wie ich sag. Ich kann dir alles geben. Alles, hörst du? Was ist denn alles, wenn du nichts mehr hast? Als dieses. Erwart er nur, du hast ein schönes Haus. Wo jetzt die Arbeiter das ganze Zeug nach draußen schaffen, so wär's doch leichter, ist gleich. Hat er wirklich Hunger? Ein vorzügliches Lamm. Ganz vorzüglich. Fresssucht. Herr Doktor, komm ich meine Pillen holen? Die Schwester Reseda. Und jetzt haben Sie das Wartezimmer umgestellt. Ihr Bett im Wartezimmer. Mir hätten die alten Stühle ja gereicht, wenn man ansonsten nur Kirchenbänke. Lieber Herrgott im Himmel, wie viel Zeit bleibt mir noch, Herr Doktor, bis ich unserem gnädigen Heiland gegenübertritt? Machst du doch jeden Tag beruflich. Ich meine im Himmel, nicht die Kirche. Ich? Nehmen Sie kein Blatt vor den Mund, sprechen Sie es offen heraus. 100 Jahre Minimum. Kann beim besten Willen nichts finden. Du gönnst dir Ruhe, viel Tee trinken, ausschlafen. Gute Ernährung ist wichtig und es geht dir prächtig, da fällt mir ein. Apropos Ernährung... Sie suchen nur nicht genau genug, Sie Dilettant. Schauen Sie hier noch nach. Lassen Sie den Rock an. Ich bin beschäftigt. Der Herr ist mein Zeuge. Ich bin krank. Mir sitzt der Teufel im Fleisch. Fleisch ist gut. Hier drinnen sitzt der Schmerz. Jetzt schauen Sie doch nach. Nein! Hören Sie auf jetzt. Weitere Untersuchungen halte ich für durch und durch. Voll und ganz. Für absolut nicht notwendig. Und was, wenn ich morgen tot bin, Herr Doktor? Sie untersuchen mich jetzt.
Mich einfach wegzuschicken, das ist ja fahrlässig, Amen. Nein! Runter da! Fahrlässig, jawohl! Verschwinden Sie sofort vom gynäkologischen Stuhl! Ja, aber wenn ich Schmerzen habe? Ich bin mir sicher, Ihre Gebärmutter ist völlig in Ordnung. Dann aber wenigstens mein Knie. Das Knie? Ja, das Knie. Hab ich mir das Knie aufgeschlagen? Das ganze Knie! Vielleicht sollten Sie da noch mal? Das Knie und die Wade, so fest. Schönes, festes Fleisch. Muss ich glatt mal anfassen jetzt. Ja, ja. Das liegt in der Hand. Mm. Und das riecht auch so. Und diese großartigen Zehen. Ja, ja, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Klitze, kleine, wunderschöne Zehen. Kleiner Prall. Und weich wie. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Kleine Schokoladentafel. Sie haben mich noch mal herbestellt. Sie glauben also auch, dass ich... Sie sagen ja gar nichts. Schönes Knie. Ich muss dringend behandelt werden. Und die Wade. Endlich, endlich. Und diese kleinen Zehen erst. Mir ist was eingefallen. Wegen dem Knie? Ja, genau. Herr im Himmel, danke schön. Hast du nicht auf mich vergessen? Was machen Sie da? Du! Au! In dem Knie. Dauert nicht lang. Du riechst. Soll ich die Beine? Ja. Ja. So, auf die Seite? Das Kitzeln. Gib den Stoff weg da. Sie kitzeln mich an Zehen. Fünf kleine Zehenstücke. Lecker. Das Kitzeln. Sie drehen das ja auch an einem authentischen Ort. Wir sind hier auf einer Anhöhe unweit von San Maria de José, dem Dorf, das Ihnen als Schauplatz für Ihren Film dient. Wie wichtig war es Ihnen, diesen realen Ort für Ihr Projekt zu finden? Ich habe den nicht gefunden. Der hat mich gefunden. Nach meinem letzten Projekt war ich erst mal monatelang unterwegs. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie es weitergeht mit mir. Ich war einfach leer. Ich wusste nicht, ob ich überhaupt noch einen Film mache. Und dann bin ich irgendwann genau hier auf dieser Anhöhe gestanden und habe eine Zigarette geraucht und habe auf einmal gewusst, dass ich hier eine Geschichte zu erzählen habe. Eine Geschichte, die ja schon im Vorfeld einige Schlagzeilen gemacht hat. Wir sehen hier drüben einen Staudamm, der das Dorf, das mittlerweile nur noch aus ein paar vereinzelten Häusern besteht, seit 60 Jahren vor den Fluten des Rio schützt, der im Frühjahr regelmäßig über die Ufer tritt. Genau diesen Fall, der die Dorfbewohner seit Jahren immer wieder bedroht, wollen Sie nun künstlich herbeiführen und das Dorf überfluten lassen. Ja, richtig. Wir werden die Schotten des Staudamms für einige Stunden öffnen. Und nehmen damit bewusst in Kauf, dass der Ort unwiderruflich zerstört und unbewohnbar gemacht wird. Also, ich weiß ja nicht, ob Sie mit mir über Kunst oder über Landschaftspflege reden wollen. Da bin ich auch nicht zuständig. Ich bin Regisseur. Und ich arbeite grundsätzlich nicht mit Kulissen oder Computersimulationen. Es muss alles ganz echt sein. Ja? Und dass der Damm sowieso bald brechen würde, das haben Sie ja dann wohl auch gehört. Und die Menschen, die hier noch leben? Es geht nur um den unmittelbaren Dorfkern, die alte Taverne und ein paar baufällige Häuser. Die Betroffenen wurden alle umquartiert. Ein Stück weiter nach Westen, da ist es auch nicht so gefährlich. Wir haben denen da neue Häuser hingebaut, schönere, bessere, die hätten sie überhaupt nicht besser treffen können. Wollust. No, 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 no. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. War das? Was weiß denn ich? Da schreit wer. Hörst du's nicht? Nein. Da! Schon wieder! Jetzt hab ich's auch gehört. Natürlich. Hörst du's? Hinter der Tür. Da keucht wer. Ich hab gedacht, die ist allein. Die flüstert. Die sagt was. Würde gern wissen, was die macht. Klingt seltsam. Klingt nach... Die ist Nonne. Aber... Mit Gott verehelicht ist die. Hallo? Wir haben nicht gewusst... Wir haben gedacht... Wir haben nicht zugehört, wenn du das meinst. Der hat seltsam ausgesehen. Wie nach dem Aufstehen. Oder... Oder? Können wir anfangen, oder was? Nehme ich an, dass es das ist, worauf gewartet wird hier, oder? Und du? Bist du neu hier? Wir kennen uns nicht, oder? Nein. Wie heißt du? Eusebio. Schöne Augen hast du. Gefällt mir das. Komm her. Wer? Ich? Jetzt geh schon. Geh schon, los, bevor sie losbrüllt. Näher. So. Schau mal, wie die schaut. Lass das. Steh gerade. So, den Mund auf. Ah. Nicht das. Sing was. Lobe den Herrn, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Gut so, gut so. Ach, ich glaube, es liegt an deiner Technik. Technik? Deiner Atemtechnik. Warte, ich zeig's dir. Schau mal. Psst. Ich weiß nicht. Sie stehen auf meinem Fuß. Gib mir deine Hand. Los jetzt. Spürst du's? Wie du atmest? Schau doch. Spürst du's? Also, ich spür da was. Die Hand. Sei still. Da. Seine Hose. Die hat ihm ihre Hand gerade. Hast du was gesagt? Ich? Nein. Der redet manchmal mit sich selbst. So wird das nichts mit denen da. Ich glaube, ich muss dann ohnehin... Komm mit. Ich üb ein bisschen mit dir. Ich und euer Freund hier, wir haben jetzt eine Einzelsitzung. Und ihr könnt für heute nach Hause gehen. Ich glaube, ich habe mir es gerade anders Komm überlegt. Jetzt. Hast ganz weiche Haut. Ich weiß nicht. Ich mag das, wenn jemand so ist. Wie sich das anfasst, deine Haut. Ob die vielleicht überall... Siehst du das? Ich sehe das, ja. Los jetzt, komm. Ich freue mich schon. Auf Singen? Ja. Ja, natürlich. Neid. Für ein Wetter. Guten Abend, Madame. Ja, das Wetter. Fürchterlich. Wie sehe ich aus? Ist mein Make-up noch in Ordnung? Wunderbar. Sie sehen so großartig aus wie immer. Kennst du den Weg, Eusebio? Natürlich. Ist es weit? Keine Sorge, Madame. Wir werden pünktlich sein. Kommen Sie, Eusebio. Erzählen Sie mir etwas. Ich langweile mich. In der Schule gab es einen Jungen, der konnte Fußball spielen wie kein Zweiter, Marco. Alle Mädchen waren verliebt in ihn. Und die, die nicht in Marco verliebt waren, die waren in José verliebt. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob er wirklich José hieß.
aber ich kann mich noch genau an sein Motorrad erinnern und daran, dass José ein Goldkettchen trug. Und nach dem, was über ihn gesagt wurde, hat er auch sonst noch einiges zu bieten. Mir wurde bald klar... Eusebio? Ja? Um ehrlich zu sein, das deprimiert mich. Verzeihung, Madame. Welche Feierlichkeit findet denn heute Abend statt? Das Geburtstagsbankett des Ministers. Zum Nachtisch sollen ein paar Chansons von mir den gemütlichen Teil des Abends einleiten. Das wird sicher ein Erfolg. Wie immer. Und der Minister wird sich geehrt fühlen, dass Sie ihm ein Geburtstagsständchen bringen. Der Minister? Was für ein überaus charmanter Mann. Er erinnert mich an meinen Filmpartner Nick Bolton in Zeit der Stille. Sie wissen schon, mein erster großer Erfolg. Aber natürlich, Donna Gracia. Hat mir von dir erzählt. Ich kenne alle ihre Lieder aus dem Film auswendig. Dieses Wetter. Ich befürchte, meine Frisur hat gelitten. Dieser Regen ist für die Haare immer eine Zumutung. Und für die Stimme ist er auch nicht förderlich. Das sowieso nicht. Ich wollte etwas Wichtiges mit Ihnen besprechen, Madame. Nun, jetzt haben wir Zeit. Sie wissen ja, dass ich es sehr ernst nehme mit dem Singen. Aber darüber haben wir doch schon mal gesprochen. Ich glaube nach wie vor daran, dass ich es schaffen könnte, Donna Gracia. Eusebio, ich habe Ihnen doch schon gesagt, wie ich die Sache... Und deshalb wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie irgendetwas für mich tun könnten. Bei Ihren Kontakten... Na ja, wie du weißt, ohne dir nahe treten zu wollen, ich finde... Ich wollte wissen, ob Sie es sich vielleicht anders überlegt hätten. Du hast sicher deine Talente und Stärken, aber warum muss es ausgerechnet die Musik, der Gesang sein? Du wirst sicher etwas anderes finden, das dir Spaß macht. Aber... Und wofür du auch talentiert bist. José. José mit dem Motorrad und der Goldkette. Der ist bei schlechtem Wetter mitten in der Nacht losgefahren. Wahrscheinlich auf dem Weg von einem Mädchen zu einem anderen Mädchen. Vielleicht war er auch betrunken. Und dann war ein Hase auf der Fahrbahn. Eusebio. Er versuchte zu bremsen. Die Bremsen versagten, das Motorrad überschlug sich und er war sofort tot. Der Polizei war es nachher unerklärlich, warum die Bremsen nicht funktionierten. Ich habe dir doch gesagt, dass mich deine Geschichten deprimieren. Armer José. Er konnte einfach kein Häschen aus dem Weg gehen. Wenn du es genau wissen willst, sie langweilen mich geradezu. Natürlich, Donna Gracia. Wo sind wir hier überhaupt? Sind wir bald da? Sehen Sie die Umrisse der Burg da drüben? Das ist es. Nur noch ein paar Minuten. Eine Burg? Naja, das ist mal ein ausgefallener Veranstaltungsort. Du kannst sicher mit heraufkommen, denn bei diesem Wetter im Auto zu warten, das ist doch nicht notwendig. Ich fahre in den nächstgelegenen Ort und warte dort. Ich verstehe. Du möchtest wohl ein bisschen allein sein und über deine Zukunft nachdenken. Stimmt. Wir sind da. Und da soll ich jetzt den ganzen Weg alleine hochlaufen? Für Autos leider unpassierbar. Wo sind denn die anderen Autos? Und die anderen Gäste? Und warum empfängt mich hier keiner? Marco, der Fußballspieler. Der arbeitet heute in einem Blumengeschäft. In der Kraftkammer ist ein Gewicht auf seinen Fuß gefallen und hat ihn zertrümmert. Das ist kein Geburtstagsbankett. Marco konnte sich diesen Vorfall nicht erklären. Fahr mich zurück! Er glaubt bis heute, dass jemand an dem Fitnessgerät herumgeschraubt hat. Das ist ein Irrtum! Eusebio! Mach die Tür auf! Das Geburtstagsbankett des Ministers wird wohl ohne Donna Gracia stattfinden müssen. Und zwar 3 Autostunden von hier, in der Sommerresidenz des Ministers. Ein paar Stunden im Regen werden für eine Lungenentzündung genügen. Und ihre Stimme wird nie mehr die sein, die sie mal war. Der Wind hat mir von dir erzählt. Schade eigentlich. Schade. Ohne zu viel zu verraten, aber die 7 Todsünden werden ihrer gerechten Strafe zugeführt? Ja, natürlich. Warum sonst sollten wir diesen apokalyptischen Schluss, die Überflutung des Dorfes, inszenieren? Eine neuzeitliche Sintflut gewissermaßen. Unbedingt. Sie arbeiten gerne mit Laien. Ist das in diesem Film auch der Fall? Ja, zum Teil. Wie ich schon sagte, es muss alles ganz echt sein. Dieser Moment, wenn Sie allmählich begreifen und die Angst in Ihnen hochsteigt... Das will ich unbedingt da drin haben. In meinem Film. Ich habe unlängst in einem Interview die Aussage von Ihnen gefunden, das größte Problem auf der Welt und im Kino sind die Menschen.
Das Paradies kann ich mir nur wie ein Stillleben vorstellen, auf dem keine Menschen zu sehen sind. Sind Sie auf der Suche nach diesem perfekten Stillleben? Ja. Und das Ende des Films wird zeigen, ob es möglich ist, eine solche Utopie darzustellen. Hochmut. Nichts los, hm? Hier stinkt es wieder. Nach altem Fett. Na, das wollen wir nicht hoffen, Donna Gracia. Der Tisch hier links ist schon... Welcher denn sonst? Ist schon gedeckt. Gedeckt ist gut. Ein ungebügeltes Tischtuch und das war's. Jetzt tu doch schon den Aschenbecher weg, Rosita. Ja, gleich. Als ob ich meiner Stimme jemals eine Zigarette zugemutet hätte. Dieses Unding mitten auf meinem Tisch. Du wirst ja wohl nicht ernsthaft annehmen, dass ich es hier dazustelle zu diesem... Bitte sehr, jetzt ist genug Platz für Ihr Foto. Als erstes ein Glas Wasser, wenn ich bitten darf. Trampel, langweiliges. Ja, da steht es gut, das Bild. Mm. Kannst du einmal dein Kind abstellen? Jetzt sei schon ruhig. Na, endlich kommt sie mit dem Wasser. Oh, kannst du nicht auf dein Kind aufpassen? Warten Sie, ich hole einen Lappen. Und du setzt dich auf der Stelle hin. Banker, dreckiges, alles nass. Die schöne Seide, komplett ruiniert. Mein Gott, was bin ich gestraft. Schüttet mir dieses Trampel von einem Kind auch noch Wasser über das Kleid. Langsam frage ich mich wirklich, was ich verbrochen habe. Tut mir leid. Tsch. Der Ärmel wird gleich wieder trocken sein. Mit diesem Lappen? Das ist wohl nicht dein Ernst. Hör schon auf damit. Weißt du überhaupt, was das für ein Kleid ist? Ich habe es schon in Zeit der Stille getragen. Zeit der Stille, anno 1950. Alle Größen des Films waren bei der Premiere. Alles, was Rang und Namen hat. Ist doch schon fast wieder trocken, Ihr Kleid. Und du kommst mit diesem Putzlappen daher. Und das an einem Tag dieser Größenordnung. Immerhin ist heute der 25. Jahrestag der Premiere von Zeit der Stille. Was war das für ein Auftritt? Licht von oben, der Glanz auf meinem Haar und dann der Moment, in dem die Kamera anging. Der große Nick Barton kommt auf mich zu mit seinem zwingenden Blick und... Ruhe! Jetzt pass einmal auf, Fräulein Rosita. Heute ist nicht irgendein Tag. Wieso sage ich dir das überhaupt? Ich kann auch nicht mehr als... Du hältst jetzt endlich deinen Mund. Dieses freche Stück von einem Kind. Da hat man sogar noch Mühe, zu Wort zu kommen. Alles zerknittert. Das ist doch nicht einmal gebügelt, dieses Tischtuch. Jetzt regen Sie sich doch nicht so auf. Nicht aufregen? Du weißt wohl nicht, wen du vor dir hast. 13 Filme, 9 Hauptrollen, davon 8-mal die Geliebte und in Zeit der Stille die Geliebte von nicht irgendwem. Nein, der große Nick Barton mit seinen breiten Schultern. Alle, hören Sie? Alle sind mir zu Füßen gelegen. Ist es zu viel verlangt, wenn Sie jetzt endlich dieses Tischtuch wechseln? Ja. Der große Nick Barton auf diesem zerknitterten Lumpen. Mein Gott, so ein schönes Bild. Und wie stattlich er war, das war halt noch ein Mann von Format. Groß gewachsen, breite Schultern. Und dieser Blick, mit dem er mich in seine Arme zieht. Jetzt ist es genug. Das ist kein Zufall. Es tut mir leid. Böse Absicht ist das. Böse, ein böses Kind. Hinaus mit dir auf dem Hof. Auf dem Hof, habe ich gesagt. Genau, hinaus mit dir. Das hast du jetzt davon. Hundsvertilter Hältiger. Jetzt kann es keinen Unfug mehr anrichten. Ich habe es festgebunden. An die alte Kette vom Hund. Jetzt fängt es an zu singen. Da draußen in der Dunkelheit. Unheimlich ist das. Ein böses Kind.
Ein großes Thema Ihres Filmes ist die Zerstörung der Unschuld. Ein Kind, das auf die Welt kommt, das ist unschuldig. Das hat keine Ahnung von dem, was da auf der Welt los ist. Das will nur einfach glücklich sein. Und das Kind weiß nicht, was da auf einmal passiert. Warum es auf einmal im Regen steht und ausgesperrt ist. Es hat ja nichts gemacht. Es wollte einfach nur spielen. Es hat niemandem was getan. Das sieht nur, dass es einfach nicht geliebt wird. Und es spürt, dass es so nicht sein sollte. Dass das falsch ist. Dass die Welt so nicht sein sollte, aber das kann es doch nicht verstehen. Das spürt nur die Sehnsucht. Man kann nichts dagegen tun. Es kann nur seinen eigenen Weg gehen. Und einfach laufen und nicht mehr stehen bleiben, bis es endlich erkannt wird. Trägheit. Wo der das wieder her hat. Und kann nicht einen Nachmittag stillsitzen. Das kann der nicht. Ich sag, setz dich hin und sei still und das Kind muss Radau machen. Und rumspringen wie so ein kleiner Pudel. Immer laufen und laufen, laufen. Jetzt sitz doch mal still, sag ich zu dem. Und mit Pfefferminztee habe ich's versucht und mit dunklem Bier, aber nicht mal mit Bier bringe ich den dazu, dass der mal still. Bring mir Tortillas, eine große Portion. Ja, Herr Doktor. Und ein Bier. Ich komm ja schon. Wie so ein kleiner Pudel, der dir die ganze Zeit zwischen die Beine läuft. Aber so ein Pudel muss man wenigstens nicht dreimal am Tag was ins Maul stopfen und nicht zweimal in der Woche die Wäsche wechseln und so. Weil er sonst schreit. Kommt auf die Welt und schreit. Was der geschrien hat. Diese Augen. Die hat der von Anfang an gehabt. Ist auf die Welt gekommen und hat mich angeglotzt mit seinen braunen Augen wie ein Pudel. Und hat geschrien, als wäre ich dran schuld an allem. Dass keiner kommt, wenn er im Zimmer liegt in seinem Gitterbett. Dass keiner da ist, der mit ihm spielt oder spricht oder ach, was weiß ich. Das Bier? Ich bring dir dein Bier, Eusebio. Sehr gern. Ja. Ein Bier wollen sie und dann noch eins und vielleicht noch kurz mit heim oder mal kurz raus in das Haus, aber mich mal unterstützen und dem Kind die Füße waschen oder auch mal eine Tracht Prügel, die er bitter nötig hätte. Na, das dann doch nicht. Ist ja auch nur mein Kind. Hat ja mit keinem was zu tun außer mir. Rosita! Ich hatte Tortillas bestellt. Tortillas! Ein Wetter ist das. Und dein Kind bleibt da draußen. Ist er gewöhnt so? Was soll denn das groß schaden? Ich meine ja nur. Eine Stunde noch mindestens oder zwei. Soll auch mal Disziplin lernen. Ist ja nicht zu viel verlangt, einfach mal still zu sein, oder? Ich habe schließlich auch was zu tun. Das sieht man doch. Sieht man doch, dass ich überhaupt nicht nachkomme, oder? Habe ich vielleicht 4 Beine zum Laufen und 4 Hände zum Servieren? Ja, wird schon reichen, wenn du mir mit einer Hand das Bier bringen würdest. Und die Tortillas. Hörst du? Wie lange soll denn das da draußen noch so gehen? Was ist das für ein Loch, wo man eine Stunde auf die erste Portion Tortillas wartet? Ein Dreckloch mit einer miesen Bedienung. Was für eine Bedienung? Ich sehe keine Bedienung. Und Tortillas sehe ich auch keine. Sie sind wahrscheinlich bei dem Tempo schon ganz kalt, wenn sie auf den Tisch kommen. Und das Bier ist warm. Wenn es überhaupt kommt. Ja, ich komme ja schon. Natürlich. Sie kommt ja schon. Komm ja schon. Und bringe ein Bier und eine Tortilla und... Tch, ich kann nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ich mag kein Bier mehr bringen. Ich will überhaupt nichts mehr bringen. Und nicht mehr nach einem Balg schauen, das die ganze Zeit schreit. Ich will mich überhaupt nicht mehr bewegen. Ich will in der Sonne liegen oder im Regen oder im Bett oder auf dem Fensterbrett... und Brotkrümel fressen. Hin und wieder zur Sonne blinzeln oder zum Regen. Und dann macht mich schon das Blinzeln so müde, dass ich sofort wieder einschlafe. Den ganzen Sommer, den ganzen Winter. Und mich nie wieder bewegen. Und so fett sein wie der Doktor oder noch viel fetter und immer die Augen zu haben.
und immer die Augen zu haben. Haben Sie was gehört? Nichts gehört, nichts gesehen. Man sollte doch vielleicht mal rausgehen. Dann geh doch, Antonia. Was für ein Wetter. Geh ich doch nicht raus bei diesem gottverdammten Wetter. Donna Rosa, der Herr gibt und der Herr nimmt. Nehmen wir die Prüfungen an, die er uns schickt. Ach ja, richtig, Schwester. Der Herr. Der Herr wieder mal. Hab ich doch glatt drauf vergessen. Ein Bier für den Herrn. Danke. Und einmal Tortillas für den Herrn und guten Appetit. Endlich. Dann hole ich ihn eben. Er ist weg. Wie weg? Na, weg. Er war doch festgebunden. Wie kann er weg sein? Wie ich sag, weg. Aber er kann doch nicht allein. Und in der Nacht, in einer solchen Nacht. Man müsste ihn suchen gehen. Ach, einer von den Herren vielleicht? Das wäre ja ganz was Neues. Warum suchen? Wird schon von selbst wieder zurückkommen. Ist doch selbst schuld, wenn er davonläuft. In einer solchen Nacht. Habt ihr gehört, wie er gesungen hat da draußen? Ein normales Kind ist das nicht. Ist es nie gewesen. Wird schon wieder von selbst zurückkommen. Was für ein Wetter. Lasset uns beten. Die Unschuld, von der Sie sprachen, wird ja in Ihrem Film durch das Kind repräsentiert. Sie greifen im Umgang mit dem Kind zu sehr drastischen Bildern. Sie selbst sind ja im Waisenhaus aufgewachsen. Inwieweit würden Sie Ihren Film als autobiografisch bezeichnen? Herr Camaronesi? Naja, genauso autobiografisch wie jedes Kunstwerk. Nächste Frage. Sie werden ja immer wieder als junger Wilder bezeichnet, als jemand, der das Kino erneuert hat und wohl nicht ganz zu Unrecht zu jener Generation von Filmemachern gerechnet, die vaterlose Generation genannt wird. Wissen Sie, das ist mir egal, es ist auch nicht mein Ding, da irgendwas zu analysieren. Ich weiß nur, dass du deine Sehnsucht behalten musst, weil sie das Einzige ist, wie du dich wehren kannst. Du musst deinen Weg gehen und dann musst du was tun. Zum Beispiel Filme machen. Ja, zum Beispiel. Raul, wir wären dann bereit. Ja? Wir setzen jetzt die Regenmaschine und die Windmaschine in Gang. Wenn du dir das anschauen willst. Ja, okay, ich komme. Okay, das heißt, das Interview ist vorbei? Ist vorbei, ja. In 20 Minuten beginnen wir mit dem Öffnen der Schotten. Also, wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, wir drehen heute die Schlussszene. Überschwemmung. Da sind wir ja alle sozusagen der Technik ausgeliefert. Raul, kommst du? Sie sehen, ich muss da jetzt gleich runter. Ja, natürlich, Herr Camaronesi. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg. Keine 90 Minuten nach dem Ende dieses Interviews ereignete sich der tragische Unglücksfall, der Raul Camaronesi und 6 der Bewohner von San Maria de José in den Tod riss. Wie es zu diesem Unglücksfall kommen konnte, ist für alle Beteiligten nach wie vor ein Rätsel. Ich begrüße nun Mario Villa, den Assistenten von Raul Camaronesi, hier im Studio. Mario, was ist an diesem Abend passiert? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Auf einmal war er verschwunden. Ich habe ihn überall suchen lassen und auch an sein Handy ist er nicht gegangen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Vorbereitungen zu der Überflutung schon in vollem Gange und nicht mehr zu stoppen. Mhm. Aus irgendeinem Grund hat er einfach nicht das gemacht, was wir geplant hatten. Er wusste genau, dass um 19.30 Uhr die Überflutung des alten Dorfkerns vorgesehen war. Warum er dann ausgerechnet nochmal in die Taverne gegangen ist, die doch überflutet werden sollte, ich verstehe das nicht. Mhm. Und auch warum noch ein paar der Dorfbewohner mit ihm dort waren, ist mir rätselhaft. Die hatten wir längst umgesiedelt auf die Westseite des Tals. Die Dreharbeiten standen ja kurz vor ihrem Abschluss. Einen Teil des Materials konnten wir ja bereits in dieser Dokumentation vorstellen. Verzeihen Sie mir die vielleicht etwas pietätlose Frage, aber werden Sie quasi als sein Nachlassverwalter nun den Film vollenden? Wird es also posthum den letzten Film Raul Camaronesis die letzten Tage von Condemnathia im Kino geben? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Sie glauben nicht, dass Camaronesi, der ja als Filmbesessener im positiven Sinne galt, das gewollt hätte? Nun, es ist so, wir dachten, wir stünden mit dem Drehen der Schlussszene am Ende der Dreharbeiten. Das war ein Irrtum. Inwiefern? Nun, das Thema des Films sind ja die 7 Todsünden. Aber wir haben nur 6. Verzeihung, ich verstehe nicht ganz. Das Problem ist, dass es die 7. Todsünde, nämlich den Zorn, nicht gibt in dem Film. Kein Material, kein Hinweis darauf, keine Szene. Manchmal denke ich, dieser ganze Film hier ist nur ein Vorwand gewesen, um diese Überflutung zu inszenieren. Als wäre es ihm im Grunde nur um diesen Showdown, diese Katastrophe gegangen. Und so war es wahrscheinlich auch. Guten Abend, meine Herrschaften. Guten Abend, guten Abend, Herr Regisseur. Guten Abend, Herr Regisseur. Guten Abend. Sie werden sich sicher fragen, warum ich Sie hier nochmal in die alte Taverne bestellt habe, bevor sie morgen endlich geflutet werden soll. Aus Sentimentalität wahrscheinlich. Können Sie sich noch erinnern, wie ich vor ein paar Monaten hierher zu Ihnen kam? Ich war auf dem Weg nach Algeciras und war irgendwie vom Weg abgekommen. Ich war müde und ausgebrannt und wusste nicht mehr, ob ich überhaupt noch einen Film drehen würde. Ich stand da oben auf der Anhöhe, wo man diesen überraschenden Blick auf das Dorf hat, und plötzlich erinnerte mich das an etwas. Auf einmal wusste ich, dass ich, wenn überhaupt, hier und nur hier meinen nächsten Film drehen würde. Dass ich in diesem Dorf den Ort und das Thema für meinen Film gefunden hatte. Was ist das? Das sind die Wind- und Regenmaschinen. Wir machen eine Probe für die Überflutung morgen. Entschuldigung, meine Herrschaften. Das soll uns hier nicht stören. Ich parkte also mein Auto und stieg hinab ins Dorf, und als ich zum ersten Mal die Taverne betrat und Rosita an der Theke lehnen sah, da wusste ich, dass mein Schicksal besiegelt war. In den folgenden Monaten sind wir uns alle näher gekommen, nicht wahr? Sie, jeder einzelne von Ihnen, Sie haben mir Ihre Geschichten erzählt. Und ich habe Ihnen gut zugehört. Und die Geschichten, die Sie nicht erzählt haben, die habe ich auch gehört. Auf diesem und auf jenem Wege. Die Geschichte deiner Habgier, Antonia. Und die Geschichte deiner Fresssucht, Doktor. Und die Geschichte deiner Wollust, Schwester Reseda. Und die Geschichte deines Neides, Eusebio. Und natürlich auch die Geschichte deiner Hochmut, Donna Gracia. Und schließlich auch deine Geschichte, Lucita. Die Geschichte deiner Trägheit, nicht wahr? Geschichten, die lange zurückliegen und trotzdem deshalb nicht weniger wahr sind. Das waren die Geschichten, über die ich meinen Film drehen wollte. Unheimlich da draußen. Erinnert euch das nicht an etwas? An einen anderen Abend. Eine andere Nacht, eine Nacht, die schon lange zurückliegt und trotzdem deshalb auch nicht weniger wahr ist. Da seid ihr alle auch hier gesessen. Genau wie heute Abend. Ihr alle seid hier drin gesessen, während draußen das Unwetter getobt hat. Nur einer musste draußen bleiben. Im Regen. Im Sturm. Nicht wahr? Woher wissen Sie? Es war dieses Kind. Dieses böse, unheimliche Kind, nicht wahr? Dieses Kind, das niemand gewollt hat und doch auf einmal da war. Und von der Stunde seiner Geburt an nur lästig und zu viel und falsch war. Das Kind jedenfalls musste draußen bleiben, bei einem Wetter, bei dem man nicht mal einen Hund vor die Tür jagen würde. Da habt ihr das Kind in den Hof geschickt. An einer Leine festgebunden wie einen... Wer sind Sie? Es ist gelaufen. Allein. Durch die Dunkelheit. Durch das Unwetter. Allein. Nur mit seiner Angst. Und seiner Sehnsucht. Es hätte sterben können, das Kind.
100:1 ist seine Chance, aber es ist nicht gestorben. Es hat überlebt. Die Augen? Es sind die gleichen braunen Augen. Wer sind Sie? Das wissen Sie immer noch nicht, Donna Gracia. Es hat überlebt. Und es hat trotzdem nie einen Sinn gefunden. Es hat immer nur dieses Gefühl gegeben. Diese Sehnsucht. Dorthin zurückzukehren und es zu Ende zu bringen. Es sind die gleichen braunen Augen. Er ist das Kind. Er ist Raul, mein Sohn. Ja, Rosita. Ich bin Raul, dein Sohn. Und ich bin hier, um es zu Ende zu bringen. Was ist das für ein Lärm? Was hat das für Bedeutung? Nun, wir mussten umdisponieren. Das Todsündenprojekt von Christina Schlemmer, Johannes Schrettle, Roman Senkel, Gerhild Steinbuch, Marianne Strauß und Regine Arem. Es sprachen Moderator Paul Sonderegger, Rita Katja Teichmann, Raul Michael Rotschopf, Antonia Katrin Angerer, Doktor Hans-Peter Hallwachs, Schwester Reseda Irm Herrmann, Eusebio Lars Rudolf, Donna Gracia Jutta Hoffmann, Rosita Jule Böwe, Mario Florian Lukas und viele andere. Musik Michael Rodach, Gesang Hilde Kappes, Ton und Technik Monika Steffens und Kaspar Wollheim, Regieassistenz Arna Vogel, Dramaturgie und Regie Regine Arem.